Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead. Unsere Mission lautet jetzt, dass wir uns hier umschauen. Ah, da ist die Familie. We can't let anything happen to Ducky. I know, hon. Ducky, okay. Wir gehen. Ach so, hier kann man einmal rumgehen. Okay, hier liegt er. Ich mag den Kerl nicht. Ah, hier liegt was. Ein Energy-Riegel. Energieriegel. Was geht denn bei dem ab, Alter? Okay. Da liegt noch ein Energieriegel. Nice. Okay, wir suchen erstmal alle Energieriegel hier. Da ist ein Geldautomat. Nee. Hier ist eine Essensbox. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Ah, okay. So, hier sind, achso, das ist eine Korktafel, okay. Mhm. Hat man jetzt nichts gesehen, okay. Wir schauen uns erstmal alles an, was wir hier finden können. Da sind Fotos. Und das sind die Eltern und der Bruder von ihm, von Lee. Das muss echt hart sein. Da sind Grußkarten. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead cards. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. Ja. Zeitungsausschnitt. Was ist da los? Kann man nicht lesen, okay. Hier sind auch Fotos. I don't remember them very well. Oh, okay. Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? Noch ein Energieriegel, yay. Ich habe hier einen Energy Drink, Moment. Ich trinke mal. Mm. Boah. Da ist das Büro. Wir gehen noch einmal rum. Wir reden erstmal mit Clementine. Komm, wir geben ihr einen Energieriegel und dann... It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Du hast dich um Clementine gekümmert. Hey there. Hi. Gibt's was Neues von Glenn? Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Kann ich dir was besorgen? Can I, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Still, huh? Yeah, it wasn't much. I know, Glenn. I'll see if I can find something else for you. Wir sollten uns kennenlernen. So, are you okay? What? Yeah, I'm fine. I just, I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances. Yep. We'll sit tight. Okay. Geiles Gespräch, ey, ohne Spaß. So, ah, ein Geldautomat. Das Geld wird wohl nichts mehr wert sein. Wir gucken es uns trotzdem nochmal an. Na, durch die Tür können wir nicht kommen. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. Get looted, okay. Ah, Zeitungen. Central High Tech State. Papers a week old. Feels like years. Oh, das glaube ich. Da ist ein Radio und wir... Was für ein Blick. Warum gucken wir so? Okay. Ja, ist gut. Alter. Ja, wir sprechen mal mit You're Carl, a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Ich kann's nicht lesen. Du hast tapfer geschlagen. Woran arbeitest du? What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here. Let me have a look. Lass mich mal sehen, okay. So, das Radio. Wir gucken erstmal hier, wir drücken auf Power. Nothing. Lauter. Wir drehen es um. Und gucken, was ist das? Ah, die Antenne vielleicht. Das ist auch eine gute Idee. Batterieklappe. No batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing.
Yeah, of course. Yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Oh, Mann. Aber wir konnten noch mal was mit dir reden. Ah, du bist auf der Suche nach... Achso, ich bin auf der Suche nach Batterien. Du hast tapfer geschlagen. Okay, ist Deutsch. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about 5 feet away from me, and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. Der Typ hat dich gerettet. Okay. That guy saved you? Yeah, can you believe it? Those creeps, or ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parents' basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. wie bist du hier gelandet? How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. Ich bin auf der Suche nach Batterien. I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. Ich bin auf der Suche nach Batterien. I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. Ich bin auf der Suche nach Batterien. I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. Better get back to it. Wir gehen einfach mal auf Ausgang, okay. Ja, wir reden mal mit Doug. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Das machen wir später. Not right now. All right, let me know if you want to. Reden noch mit den anderen. Grußkarten, da ist noch was? Das sind, was? Das sind Batterien? Nice. War das eine Batterie oder waren das zwei Batterien? Ich konnte es nicht erkennen. Aber wir haben eine Batterie. This battery should fit the radio. Great, thanks. So, wir gucken noch nach einer, die müsste hier auch irgendwo rumliegen. Geldautomat. Liegt keine mehr? Nein. Da ist das Büro. Okay, wir geben Doug einen Energieriegel. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. So, ah, eine Eiskarte. It's all melted now. Das glaube ich. Wir reden mit den Hey, Lee. Maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. Wie geht es Doug? How's Doug doing? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? Ihre Familie ist tot, oder soll ich das wissen? Es geht ihr gut, glaube ich. She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. Were you saying, Lee, she spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. Wie lautet der Plan? Alles in Ordnung mit euch? Der Plan. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Ich weiß es nicht. Sie sind weg. Es war ihr Laden. Ja, wir sagen ihnen die Wahrheit. Oder? Ja. They own this place. They're gone. Oh, sweetie. Kat. They were good people. I wasn't around much, but yeah, they're dead. Alles in Ordnung mit euch? Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Doug? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. Panicked, you know. I'm not proud of it. Sowas kommt vor, dass in Jungen sterben. Na, sowas kommt vor. I guess. But I can't stop seeing him in my head. Yeah, that's rough.
I killed that boy. We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Das ist leider wahr. Aufmuntern. Try to let it go. Okay. Das Büro, wir reden erstmal mit Lily. Und ah, wir geben ihr auch eine Energieriegel. Das ist ja großzügig. Not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Don't mention it. Na, wir reden noch mal mit How's dir. It doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. Was ist los mit ihm? Bist du von hier? Wie denkst du über die ganze Sache? Oh ja. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Er ist wenig Eats, was? Er ist ein wenig E-Zonic. He's got a temper. Ah, fuck you! Yeah, he doesn't mean it. It's just that... Yeah? Wir haben Kinder bei uns, Familien. Schon gut, er ist bestimmt ein guter Kerl. Never mind. I'm sure he's a good guy. He is. He just has his issues. Where's her mom? Savannah, I think. Oh, you guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. Bist du von hier? Jo. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. Also sonst noch jemand hier, als ihr angekommen seid? Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Ach so scheiße. Are you okay? Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Yeah, the owners, they were, we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. Fuck. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. I'm gonna get back to him. Sounds good. Okay. Ja, ich wollte noch mal drauf ansprechen, das, was auf der Farm passiert ist. Da war es ja so, dass wir uns entscheiden konnten, ob wir dem Jungen helfen oder dem, der uns mitgenommen hat im Auto. Wenn dann jetzt irgendwer gedacht hat, ja, irgendwie, ich sollte dem Jungen helfen, weil Kinder und so. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn der Vater noch sagt, er ist strohdumm, dann, also das ist schon mal der erste Anhaltspunkt. Er ist strohdumm, sagt der Vater, ja, sagt nicht ich. dann wird er uns auch nicht viel helfen. Und zweitens würde ich schon einen, sagen wir, Erwachsenen in so einer Lage schon, ja, wäre es einfach besser, wenn er dabei ist, weil er kann dann mehr arbeiten, er kann sich selbst verteidigen. Deshalb wollte ich ihm helfen, aber es hat nicht geklappt. Mit wem reden wir nochmal? Oder gehen wir raus? Oder ich weiß es nicht. Ins Büro, da sind ja die Eltern, das ist ziemlich scheiße.
Ich würde sagen, als nächstes gehen wir zu Doug und wir gehen raus. Aber was da draußen los ist und was er uns noch sagen kann, sehen wir in der nächsten Folge. Bis morgen. Haut da rein. Servus.